Hallo liebe Zuschauer, hier sind Danica und Nino vom Danzai-Blog. Hallo. Heute ein kleines Update zum Monster-Ladepark von Seed & Greed vom Roland Schüren vom Ladepark Kreuzhilden. Es geht los. Demnächst könnt ihr hier tatsächlich schon laden. Das hier ist nur für Nino. Exklusiv. Heute rückt die Firma Leonard Weiss ab. Geht super schnell, ne? Ja, es geht super schnell. Wir haben heute tatsächlich erst Samstag. Ihr seht das Video am Sonntag. Und in der Folgewoche, jetzt von Montag bis Donnerstag, findet hier noch die Inbetriebnahme statt von diesen Palettenchargern, die hier tatsächlich in den letzten Tagen schon aufgestellt wurden. Es geht hier super schnell vorwärts. Die Installation ist dann am Donnerstagabend abgeschlossen. Das heißt, ihr könnt ab Freitagmorgen könnt ihr hier laden, Kaffee trinken, auf Toilette gehen. Das will man gar nicht glauben, wenn man hier sieht, dass hier noch Schotter ist und nur ein paar Palettencharger und sonst noch nichts zu sehen ist. Aber Roland Schüren wird dafür sorgen, dass es hier ab Freitag tatsächlich einen Bäckerstand-Marktwagen gibt, ja, wo man alles, was man so an einem Bäckermarktstand halt bekommt, Kaffee, Kuchen, Brötchen etc. Und daneben wird ein Toilettenwagen stehen, der 24/7 offen sein wird. Das heißt, auch wenn ihr hier nachts auf der Durchreise seid, Toilette wird es auf jeden Fall geben. Der Marktwagen wird aber nicht rund um die Uhr besetzt sein. Das wäre dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel des Guten. Die Öffnungszeiten kann ich euch aber mal mitteilen. Die lauten montags bis freitags 7 bis 19 Uhr. Es geht also früh los und es endet auch erst sehr spät, finde ich sehr gut. Samstags geht es dann erst ab 9 Uhr los, auch bis 19 Uhr. Und sonntags geht es auch um 9 Uhr los, aber dann nur bis 17 Uhr. Ich finde, das ist so für den ersten Anfang, für so einen verlassenen Parkplatz, finde ich das schon sehr, sehr üppig. Alles, was das Herz begehrt, jetzt mit diesen Palettenchargern. Heißt das, man sieht uns samstags dann jetzt immer hier oder bleiben wir noch ein bisschen? Ja, ich glaube, solange hier noch Schotterpiste ist, beziehungsweise Provisorium, wird das Hepto hier noch nicht stattfinden. Vielleicht gibt es ein Ehrenhepto nächste Woche am Samstag, ich weiß es nicht. Also zur Klarstellung, das hier sind provisorische Palettencharger, das heißt, das ist noch Variante 2, also Version 2. Die V3 Charger wird es dann erst zum Juni hingeben, die festinstallierten. Das hier sind also die, wo man maximal mit 150 kW laden kann. Und es stehen hier insgesamt 16 Stück mit 8 Gleichrichtern und 16 Stalls. Das bedeutet, dass sich wie gehabt hier ein Lader immer von 2 Stalls geteilt werden muss. Da müsst ihr halt wie üblich gucken, dass ihr euch richtig sortiert. Wer halt zuerst da ist, der bekommt die volle Leistung. Zu bemerken ist, für die, die keinen Tesla haben, hier gibt es sonst keine Lademöglichkeit, keine provisorischen. Das heißt, hier hat Tesla, ich sag mal, proaktiv vorgesorgt, um tatsächlich für die Niederländer, die ja massiv Tesla-Auslieferungen letztes Jahr erhalten haben und jetzt im Februar Krokusferien haben, hier versorgen zu können mit Ladeinfrastruktur, weil die sonst vermutlich hier in den anderen Ladestationen von Tesla völlig überlastet wären. Und deswegen haben die hier sozusagen proaktiv provisorisch was aufgebaut. Andere Anbieter, also sprich Roland selbst mit seinen AC-Ladestationen als auch Fastnet mit den DC-Ladestationen sind die jetzt noch nicht. Das heißt, nur mit Teslas kann man hier laden. Ansonsten gibt es ja auch nicht so viel zu sehen. Wer jetzt also hier mal Sightseeing betreiben will, hier sind noch Bauzäune. Wir respektieren das auch, dass wir jetzt hier nicht einfach auf die Baustelle latschen. Ja. Hier bleiben wir schön vor dem Zaun. Das ist ganz wichtig, dass hier auch die Bauarbeiter und auch die Elektriker, die jetzt die Anschlussleistung herstellen in den nächsten Tagen, dass die in Ruhe arbeiten können. Ja, Tesla ist das auch sehr wichtig. Sonst schaffen die ihr effizientes Rahmenprogramm sozusagen nicht, wenn ihr die ständig anquatscht. Von daher respektiert hier, dass das hier ein Arbeitsbereich ist und dass hier es vorwärts gehen muss. Ja, es bleibt nur zu sagen, der Trafo wurde irgendwo da hinten aufgestellt. Den muss ich gleich mal suchen gehen.
Und ansonsten ist das schon echt eine geile Erfindung, finde ich, dass Tesla überhaupt diese Möglichkeit geschaffen hat, Ladeinfrastruktur auf Paletten zu packen. Das sind ja so Stahlpaletten, die man mit dem Gabelstapler einfach durch die Gegend fahren kann. Und dann werden die angeschlossen und bleiben halt da stehen. Schon ziemlich clever, finde ich. Das ist hier direkt am Autobahnkreuz Hilden, A3, A46. Und hier kommt man von der Autobahn recht schnell hin. Hier ist ein Kreisverkehr. Dann fahrt ihr hier raus und dann seid ihr hier quasi an der Straße, mich mal eben hier rumdrehen. Und dann seht ihr hier parallel hinter meinem Kopf jetzt die 6 Stalls, beziehungsweise 12 Stalls mit 6 Gleichrichtern. Und die anderen 2 sind auf der gegenüberliegenden Seite. Und der Toilettenwagen und Bäckerwagen, der kommt hier hin, wo dieses Viereck ist. Kann man also gut sehen. Hier ist die Einfahrt, also man kommt da hinten, also es tut mir leid, die Lautstärke, aber hier ist leider Baustelle. Da hinten ist ein Kreisverkehr, ihr fahrt hier die Straße längs und dann ist hier die Einfahrt. Die könnt ihr hier sehen. Da geht es also dann drauf aufs Gelände. Und hier ist auch die Trafostation. Das heißt, hier ist die Anschlussleistung gemacht worden. Hier ist noch Baustelle sozusagen, Graben. Und das eigentliche Gebäude wird dann, ihr müsst euch vorstellen, das hier ist sehr längs. Ne? Also das ist relativ breit, das Grundstück, aber in die Länge ist es noch viel länger. Das heißt, da hinten kommt dann irgendwann mal in 2 Jahren steht dann das Gebäude mit dem Seat and Greet. Und hier längs wären dann sozusagen die Carports Mitte des Jahres, wo drunter die Supercharger V3 dann stehen werden. Und natürlich auch die Fastnet-Station. Das wird hier sozusagen längs in die Richtung sein. Wir haben schon geunkt. Es wäre ja nicht schlecht, wenn hier dann man an der Ladestation hängt, wenn dann so, ich sag mal, Kellner und Kellnerinnen mit Rollschuhen, die den Ladepark lang fahren und die Brötchen und die Cola bringen und den Kaffee, oder? Ja, ja. Das wäre auch mein Traum. Ja. Ich finde immer, du hast so schöne Fantasien. Irgendwie. Ja, weil hier ist echt eine Menge Platz, da kann man super Rollerbladen. Oder vielleicht irgendwie mit so einem elektrischen E-Scooter oder sowas, ne? Das wäre doch nicht schlecht. Ja, viel mehr gibt es hier noch nicht zu sehen. Hier wird noch fleißig gearbeitet. Wie gesagt, respektiert, was da so hinter passiert, wenn ihr hier zum Laden hinkommt. Wichtig, dass hier in Ruhe gearbeitet werden kann. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Update, hoffentlich, wenn wir hier das erste Mal laden können. Weiterhin finde ich, ist das ein großartiges Projekt, was hier entsteht von Roland Schüren. Auf jeden Fall, ja. Und bin echt, freue mich total darauf, das mit begleiten zu können. Tatsächlich habe ich mit Roland besprochen, dass ich hier regelmäßig ein Update für euch aufbereiten werde, wie so der Fortschritt ist. Ihr müsst also nicht jeder hier hinpilgern, um das mal selber zu sehen. Nein, das seht ihr hier natürlich auf dem Kanal. Exklusiv sozusagen werde ich auch häufiger mal Interviews mit dem Roland führen, wenn es Meilensteine gibt und die euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, lasst uns zusammen die Welt retten, gerne mit einem großen Ladepark, der hier entsteht, mit insgesamt 60 Schnellladestationen und 20 Wechselstrom-Ladestationen, die dann eher so für die Langsamlader sind, die hier Büroflächen angemietet haben werden etc. Und eben die 60 Schnelllader mit Gleichstrom von Fastnet und Tesla. Super gut. Abonniert den Kanal, wenn ihr hier nichts verpassen wollt, wie es hier weitergeht mit dem Seat and Greet Ladepark, dem größten Tesla- und Fastnet-Ladepark in der Europäischen Union. In Norwegen gibt es tatsächlich noch einen Ladepark von Tesla, der größer ist, der nämlich 2 oder 8 Stalls mehr hat, ich weiß es nicht ganz genau. Der ist dann noch ein bisschen größer, deswegen müssen wir sagen, der EU muss alle seine Richtigkeit haben, damit sich auch keiner auf den Schlitz getreten fühlt. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, Daumen nach oben, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Nino und Danica natürlich vom Danzai-Blog. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Tschüss.